Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Bravely Second Endlayer. Beim letzten Mal haben sich die Sachen hier überschlagen. Es wurde gemordet, es wurde untersucht. Ha, herrlich. Und jetzt beginnen wir das Ganze mit einem Partygespräch. Unerschütterlicher Schild. Dieser Heike, stammt er aus Hartschild? Ich glaube schon. Er ist auch so alt wie Kommandant Goodman. Dann könnte Heinkel, der zu militärischen Truppen gegangen ist, ein alter Kumpel des Anführers der Schildträger sein? Einer ist Schildspezialist, der andere ist Kommandant der Schildträger. Glaubst du, die beiden haben was? Naja, so Schildgrößen verglichen und so. Vielleicht waren sie ja sozusagen Rivalen. Genau werden wir es nicht erfahren. Heinkel redet nicht viel über die Zeit, bevor er zu den eternischen Truppen kam. Ach. Ah, ich weiß. Sie haben um die Art der schönen Eleanor gekämpft. Oh, das gefällt mir. Ich sehe es schon. Ein hitziger Kampf auf der Eisenbrücke. Es dauerte 3 Tage und 3 Nächte. Langsam. Ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Aber die Siegesgöttin sah Goodman wohlgefällig an. Und Einkalt aus Charme über die Niederlage kehrt seine Heimat den Rücken zu und gar nie wieder. Da-da-da. Oh, so muss das gewesen sein. So ist alles klar. Ich frage auf jeden Fall Heinkel. Ich auch. Wir wollen es wissen um jeden Preis. Oh Mann. Ich werde nie verstehen, warum sich Mädchen für sowas interessieren. Wie ist es gelaufen? Er hat mir eins über den Schädel gegeben mit dem Panzerhandschuh. Mir auch. Wir geben nicht auf. Die Wahrheit ist da draußen. Was bescheuert. Ach ja. Solche Gespräche gibt's auch. Oh, Bombensplitter bekommen. Cool. So, Heinkel, dann mal Toe. Was ist jetzt los hier? Heinkel, how sure are we that this room is really secure? We've been over every inch and found not a single hidden passage. It's a sealed chamber, if I ever saw one. Tikio, you stayed here when you were with the Black Blades, didn't you? How well did you all know the fort? When I was stationed here as part of the Black Blades covert forces, I knew every hidden past in this fort. It appears, however, that there have been renovations since then, which could very well mean... All right, listen up. I want you to go over every square inch of this room with a fine-tooth comb. Leave no stone unturned. Yes, sir. Excuse me, Uncle Heinkel. We'd like to have a word with you. What is it this time, Sholmes? I just thought, perhaps we should consult with Mr. Lesser. He is the owner of the fort. Not bad. Renovations? I'm afraid any such work would have occurred before I acquired the property. But you should have records showing the name of the former owner, yes? The one who carried out said renovations? Yes, I believe I do. I thought as much, just as you should have records of the two of us working here. Isn't that so, Whitson? That's true enough. I remember it well. We were still students then. It was the best pay we'd ever gotten. Why, yes, it was. You heard the man. Go to Mr. Lesser's office and bring me the names of everyone involved with the renovation work. Yes, sir. Not too shabby, Sholmes. You might have what it takes to pull off an investigation. With careful police work and keen instinct, both. I wonder. In truth, I still can't decide. Am I best suited to the life of an inspector, tirelessly pursuing criminals through steady, thorough investigation? Or am I destined to become a genius detective, using logic and inspiration to track down the most evasive criminal masterminds? You gotta pick one, huh? Oh, jetzt müssen wir wählen. Ich würde gerne den Ninja-Asterisken nehmen. Ja, das heißt also, ein Leben als Polizeiinspektor ist das Richtige. Das heißt, Kikyo kommt dann und fightet uns. Oh, und wo ist Whitson hingerannt? I think you should follow
follow in Heinkel's footsteps. You'd make a great inspector. Now's not the time for you to be running around on your own as a private eye, with nothing to guide you but your hunches. Start off by working with people who have experience. Learn the ropes of how to investigate, then go from there. If you do that, I bet you'll make a great inspector someday. Why, yes! When you put it that way, it's elementary! I'll train to become an inspector under my dear Uncle Heinkel's tutelage. Kikyo? I was asked by your parents to help you find a job. A sheltered little fool I barely have any ties to, but still I agree to watch over you, even though I would rather do anything else. And this is how you repay me, you ingrate? Kikyo? And you. I knew you had more muscles than brains, but are you truly so foolish as to think that you could suggest that Sholmes become an inspector and it wouldn't end with you battling me, idiot? Besiege Kikyo, um den Ninjas-Tristen zu erhalten. Dann kannst du den Ritter-Attest nicht erhalten. So, Ritter, ein ausgehobener Kämpfer, dessen Angriff und Abwehr ausgezeichnet sind. Schwinge eine einhändige Waffe mit zwei Händen, um mehr Schaden anrichten zu können. Ninja, ein flinker, heimlicher Kämpfer, der ungestraft zwei Waffen gleichzeitig nutzen kann. Verwirre deine Feinde mit Attacken, die schneller sind als das Auge. Ich bin total bereit für den Kampf. Ja, ich möchte den Ninjas-Tristen. Okay, Showtime. Sie kämpft alleine, das ist auch mal sehr interessant. Normalerweise haben wir ja immer mindestens zwei hier rumstehen. Ich will erstmal komplett defaulten, mal sehen, was sie macht. Nichts, sie hat auch defaultet, okay. Dann, mal gucken, ergänze die Waffe mit deiner Wahl. Physischer Angriff, erweitern gegen Default durchbrechen. Harpune, ignorieren der Feindlichen. Dann machen wir mal Condor. Idea. Brave mit der Beschwörung Deus Ex und Nebel. Magnolia fängt mal mit einer physischen Gunst an und du machst einfach einmal den Diebstahl plündern. Mehr soll erstmal nicht gemacht werden. Kunai mal 2, okay. Condor. Default-Brecher-Status. Hui, macht aber wohl Schaden. Okay, jetzt brechen wir. Oh, zweimal trampeln auf Kikyo. Du kannst mal Entzug, TP, Osmosis, MP. Immer Eisrad, keine Ahnung. Jo. Und du bitte magische Gunst und physische Gunst auf Tiss. Und Tiss geht mal in den lohnenden Wolf und macht dann Wolfsfang. Jo. Yeah. Hallo, deine Wolf. Und jetzt knallt's. Oh, nicer Schaden. Oh, Eis ist auch sehr gut. Oh, der Damage, ey. Alter Schwede. Einen physischen Angriff widerstehen, okay. Aha. Dann darfst du den vom Tiss gleich ruhig widerstehen. Oh, Beschwörung, immer wieder Prometheus-Feuer, haben wir lange nicht mehr gehabt. Magieschutz, physischer Schutz. Und wenn das Ziel zu höheren Tempo, machen wir physischer Schutz auf Tiss. Und Tiss greift einfach einmal an, damit ihr ins geblockt wird. So, weil. Gegenschlag. Oh, ein Konter. Prometheus Feuer! Ich mag den Zug. Der ist so bescheuert, ne? Vor allem Prometheus Feuer kommt den Zug angeballert. Okay, dann machen wir jetzt nochmal Trampeln. Du machst einfach mal. Eisrad ganz gut funktioniert.
Magnolia, Magnolia, keine Ahnung. Oder mal physische Gunst auf you. Und du Spießhorn. Oh, jetzt macht's ernst. Jetzt willst du es wissen. Schippidibidim. Okay. Wollen wir langsam mal gucken, dass wir... Oh, wir haben gewonnen. Tada, geschafft. Yay. Eine Hasshaarnadel, okay. Interessant. Und da ist der Ninja Asterisk. Cool. Mal gucken, ich glaube, Tiss wäre vielleicht mal der Richtige dafür, für so ein Ninja-Outfit. Schneller kämpfen mit zweihändigen Waffen. Boah, aber bei Yu sieht das ja mega cool aus mit der Maske. Kraft durch Zweihändigkeit, bevorzugt Dolche. Zwei Waffen, Ninja-Kunst. Geschwindigkeit ist sehr gut, Dolche sind hoch. Ja, das ist eigentlich perfekt für Tiss. Mal gucken. You were this strong. Who are you? The game is up, Whitson. There's no place for you to run. What? You hoped that I wouldn't follow my Uncle Heinkel in his line of work. You didn't want a formal investigation to uncover the truth that you were here at this very fort 2 years ago. That you knew of a certain feature of this fort, and that you... Let us end this charade. Whoa! When all you had was a laughable dream of becoming a private investigator, I could turn a blind eye. But when you finally gave up your ridiculous posturing and did some real detective work, you became quite the nuisance. What have you done with Kikyo? I don't have to answer to you. If you care so much, find her yourself. Get back here! A secret passage? So this is how the perpetrator... And so they found the real Kikyo bound up in another of the fort's hidden corridors? That's right. I'm just relieved she wasn't hurt. Sholm says she was lured out by a false promise of information, then taken captive. Hmm. But in the end, we still don't know the truth of what happened? Well, thanks to Inspector Heinkel's investigation, several facts have come to light. Lord Gulliver's murder? Was the sole work of Madame Goldiga, who was after his fortune from the beginning. She heard about the hidden corridor from Whitson. Apparently those two have a history together. She just happened to hear about it? Whitson mentioned the corridors when Lady Goldiga told him that her husband planned to purchase Starkford. Perhaps he also mentioned how ideally suited it was for staging the perfect murder. A murder she then decided to carry out. Whatever he knew or didn't know, Whitson hurried to the crime scene under the pretense of investigating with Sholmes. Then Madame Goldiga misread his intentions, thinking he was there to help her. She tried over and over to get him on her side. In the end, she even tried threatening him, though we'll never be sure with what. But what about the note we found? I shall follow where you go. There were quite a few theories flying around about that note, weren't there? The madam might have written it, or... The truth seems to be that Lord Gulliver wrote that note himself. He did? I guess coming to Starkford and getting caught up in its history sparked the creative urge in him. That note was from a novel he was working on. They found the continuation of it with the rest of his belongings. Oh, so it was just a red herring. Forgive me. It's my fault for jumping to conclusions like I did. Apologizing for a bad hunch? Who are you, and what did you do with the real Sholmes? I'll take that as a compliment.
Uncle Heinkel, I mean, Inspector Heinkel, has been teaching me what it means to truly be a part of a real investigative team. Sholmes, we have a case. Yes, sir. Go cordon off the scene and begin collecting evidence. I'll get there as soon as I can. Yes, sir. Crack that whip, Heinkel. Looks like you have some high hopes for him. Well, as it turns out, his insight has proved quite invaluable to our investigations. The day might even come when he's the one ordering me around. You don't seem too upset about that. If you'll excuse me, I'm due at the scene. I can't let that sniveling little upstart think he's in charge quite yet. Be well, Idia. It seems you chose well, Idia. Everything's working out wonderfully. Yep. Not bad, if I do say so myself. And I'm relieved that I gave Sholmes good advice for his future, too. Excuse me, can I get a soybean mochi and another cup of strong tea? Make that two. One for me, too. Let's make it five sets. Coming right up! But there's only four of... Ja, sorry, das letzte ging jetzt so ein bisschen unter der Anfang. Da stand auf jeden Fall drin, dass Sholmes und Whitson jetzt eine lange, lange Feindschaft aufgebaut haben. Das ist wie Moriarty und Holmes später. So kann man die beiden vergleichen. Ja, das können wir auch mal machen. Södele, jetzt wollen wir doch mal erst eben sehen, den Ninja-Asterisken uns anschauen. Job Tiss. Mal gucken, wo ist denn da? Der Ninja-Asterisk. Mal eben gucken. Also von der Geschwindigkeit her wäre das super, den mit dem Dieb zu verbinden, weil das halt sehr schön funktioniert. Shippu Junrai. Keine Ahnung. Startet zu Beginn des Zugs einen schnellen Angriff. Oh, okay. Gibt während Kämpfen Immunität gegen Verwirrung. Das ist auch nicht schlecht. Shunshin-Technik. Erhöht dann der Ausweichen für 6 Züge auf das Maximum. Ui. Oh, not bad, not bad. Gegenschlag. Weichst du deinen Angriff aus, führst du einen Konter gegen den Angreifer aus und verursachst Schaden in Höhe des konventionellen Angriffs. Aha. 2 Waffen. Negiert die 50% Strafe auf den physischen Angriff von Waffen, der üblicherweise gilt, wenn in beiden Händen jeweils eine Waffe gehalten wird. Das ist mega episch. Was? Utsusemi-Technik. Weicht einmal einem physischen Angriff aus. Comeback. Angriff und magischer Angriff werden bei jedem physischen Angriff, dem ausgewichen wurde, für 3 Züge 25% erhöht. Boah. Ikikazai. Erhöht für diesen Zug die Trefferanzahl um 100%. Kairai-Technik. Wird bei Zugbeginn ausgelöst. Nur für diesen Zug werden feindliche Einzelangriffe aus den ausgewählten und Verbündeten umgeleitet. Kampfrausch erhöht die maximale Trefferanzahl von 16 auf 32. Oh. Ich bin jetzt am Überlegen. Die Spezialfähigkeit hier, 2 Waffen, die ist schon mega pornös, fast schon. Also die ist schon richtig cool und das wäre vielleicht für You auch noch was. Na, ist auf 2 Waffen erhöht, aber das... Der Rest ist nicht so berauschend vom Ninja-Asteristen, aber dieses 2 Waffen, dieses negiert die 50% Strafe auf die physische Angriff von Waffen, der üblicherweise gilt, wenn die beiden Händen. Lass mich mal eben kurz gucken für Dieb. Dieb ist ja fast fertig. Letztes Hemd. Beim Stehen werden anstatt einem, genau, das ist dann ein festes Geschick. Und was hast du noch? Du hast noch Fechter, ne? Ja, aber der ist auch nicht schlecht. Ich glaube... Ups, dieser Job wäre vielleicht auch für You etwas. Und zwar kann ein Falkenauge weg. Ja. Wobei Schusswaffe langsam auf S erhöht. Weil ich gerne... Oder wir machen den Kämpfer weg. Bei den Kämpfer, da habe ich ja schon... Ja, wohl Trampeln brauche ich als Fähigkeit. Weil das halt, je näher deine TP am Maximum sind, desto mehr Schaden. Das ist halt eine super...
Angriffskraft. Ich meine, zum Beispiel Triple rüstet Waffen an Händen und Kopf aus. Ne? Ist nochmal. Ich glaube, ich gebe Yu den Ninja. Vor allen Dingen, weil er auch diese coole Maske da oben noch hat. Ja. Gut, Fähigkeiten. Kämpfen bleibt noch. Wünschelrute. Angriff, Hagel. Jetzt mal gucken. Geborener Krieger. Waffenwissen steigt. Nein. Aber dann noch der Adlerauge. Ja, Genauigkeit erhöht nur. Und Ninja-Kunst, zwei Waffen hat er ja jetzt. Dann rüsten wir ihn nochmal aus, dass die Ninja-Kunst, zwei Waffen auch funktioniert. Wir haben aber auch da. Wir haben aber auch nur Scheiße hier. Was haben wir da noch? 100 und 100. Ne? Das ist auch schon nicht schlecht. Wir müssen vielleicht mal losziehen und ihm neue Waffen besorgen. Also jetzt zwei Kunais, die jeweils auf 100 sind, das ist nicht schlecht. Oh. Natürlich weniger TP, aber an sich kann ich damit leben. Fürs Erste. Mal gucken, wie man das genau handhaben kann. Gibt es noch eine Waffe, die besser ist? Mal gucken. Warte mal bitte, eben habe ich diese Axt. Nee, verkaufen wollte ich da. Diese Axt habe ich zum Beispiel gar nicht, ne? Mal. Kreuzspeer. Giftrute. So ein Messer. Die Frage ist jetzt auch, ist das jetzt Tranchiermesser? Habe ich das eigentlich? Muss eben gucken. Mehr habe ich nicht. Ich gebe jetzt einfach mal eben ein bisschen Geld aus. Nur um was zu gucken. So. So. Jetzt habe ich ein bisschen Geld ausgegeben, das ist ja nicht schlimm. Das kann man. Ey. Ups. Ausrüsten, Yu. Wenn ich das jetzt mal wegnehme. Jetzt mal gucke. Alter, guck dir die zu meinem Axt an. Ach du Schande. Okay. Aber die ist natürlich sehr gut. Das dazu. Und die Mandarin-Fäuste ist sehr gut. Die sind für zwei. Der macht ja nur 132. Aber ist dann auch direkt zweihändig. Ne? Jetzt kann ich hier ja gucken. Der wird auf 96 erhöhen. Dann habe ich hier noch eine Hand. So, 86, 96. 100, 103. Ja, und wenn ich hier gucke. Ja, das sind ja Doppel, okay. 100, der macht auch 103. Das ist das Kunai halt einfach besser. Ja, und dann gehen wir auf das Kunai. Okay. Da. Eben einmal pennen, denn dann ist dieser Part jetzt auch zu Ende. Ach ja. So einfach geht das. Geht's beim nächsten Mal mit der Hauptstory weiter. Cool. Naja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.